Ich bin mir bewusst, dass einige uns vorwerfen, wir spielen Gott. Das ist aber nicht der Fall. Wir versuchen nur, das Wetter ein bisschen anzustupsen. Wir wollen die Natur einfach ein bisschen effizienter machen. Dorthin mehr Wasser bringen, wo die Menschen es benötigen, bevor der Niederschlag wieder verdunstet. Tatsächlich werden seit dem Start des Projekts in Wyoming rund 10% mehr Niederschläge erzielt. Ob diese Anstupser allerdings nur ganz harmlos das Wetter verbessern, wird sich auf Dauer herausstellen müssen. Die Geschichte hat jedoch gezeigt, dass die Systeme, in die wir Menschen immer wieder eingreifen, ob aus Unwissenheit oder Verantwortungslosigkeit, meist viel komplexer sind, als wir es vermuten. Und was eben noch wie ein Segen für die Landwirtschaft erscheint, könnte die Situation bald noch verschärfen und das System Wetter unter Umständen ganz aus dem Gleichgewicht katapultieren. In der Volksrepublik China wird sogar für Paraden und Staatsakte das Wetter manipuliert. China unterhält eigens ein staatliches Wetteränderungsamt, das zum Beispiel für die Feiern zum Jahrestag der Staatsgründung am 1. Oktober für Schönwetter sorgen muss. Jedes Mal werden Tonnen von Chemikalien versprüht, um die Wolken abregnen zu lassen. Auch bei der Eröffnungsfeier zu den Olympischen Spielen 2008 durfte nichts schiefgehen. Ein angekündigtes Regentief wurde weit vor der Hauptstadt abgefangen und das Feuerwerk konnte sich ungestört entfalten. 60 bis 90 Millionen Dollar lassen die Chinesen sich die Wetterbeeinflussung pro Jahr kosten. Und auch hier kommt Silberjodid zum Einsatz. Manchmal schießen sie auch über das Ziel hinaus. Als die Behörden im November 2009 eine Dürre bekämpfen wollten, lösten sie ungewollt einen Schneesturm aus, der ganze Regionen Chinas ins Chaos stürzte. Aber es geht noch schlimmer. Im August 1952 führte die britische Royal Air Force die Operation Cumulus durch. Dabei wurden Wolken mit Trockeneis geimpft. Nur 30 Minuten später regneten sie ab. Die Forschungsakten wurden sofort als geheim klassifiziert und verschwanden in den Archiven der britischen Streitkräfte. Und das aus gutem Grund. Am selben Tag nämlich ereignete sich in Lynmouth und Devon eine der schlimmsten Überschwemmungen in der Geschichte Großbritanniens. Nach extremen Starkregenfällen trat der Fluss Exmoor sturzflutartig über die Ufer und riss Häuser, Brücken und Geschäfte mit sich. »34 Menschen starben bei der Katastrophe, die offiziell als Hand Gottes bezeichnet wurde. Erst 30 Jahre später wurden die eher harmlos wirkenden Forschungsakten freigegeben. Doch die Tatsache, dass sie direkt nach der Katastrophe zur Geheimsache erklärt worden waren, beweist, dass die Air Force eher an eine unglückliche Menschenhand glaubte. Und dass in den Laboratorien der Streitkräfte vieler Länder seit Jahrzehnten versucht wird, das Wetter als Waffe einzusetzen, ist kein Geheimnis.